So, Abenteurer aus Ravindra. Jetzt kommen wir zu den ja, abgeleiteten Charakteren. Wie gesagt, Aussprache wird wieder ein Problem. Die Abkürzungen kann ich mir nicht merken. Also noch nicht dieses, also die neuen Abkürzungen für SA, SR, VA, was das jetzt nochmal heißt. Ich kann es mir nicht merken. Ich bin da ein bisschen doof. Wichtig ist nur zu wissen, in Ravindra gibt es Kastensysteme, also Indisch ist da auch ein Thema. Ne? Also wahrscheinlich ist es sogar eher Indisch als Aztekisch. Da möchte ich mich jetzt, wie gesagt, ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ich habe es immer als Aztekisch, Inkaanisch gesehen. Aber es kann natürlich sein, dass es auch eher in die indische Schiene geht. Ach Leute, ja, da werden jetzt schon wahrscheinlich die ersten schon die ersten Kommentare geschrieben haben. Also es steht, normalerweise stand es immer hier bei dieser Danksagung oder so im ersten, so auf der ersten Seite mit dabei. Aber jetzt hier leider nicht. Ne? Naja. Hört sich auf jeden Fall eher an, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, eher so Ravintri und so, eher so wie Indisch. Naja, gut, okay. Ist nicht so schlimm, hoffe ich. Auf jeden Fall exotisch, exotisch, exotisch. Und der Fakir, na gut, ja, ist klar. Am Fakir hätte ich vielleicht schon mal stutzen sollen. Naja, okay. Also, jetzt haben wir hier die Ravintri. So, da gibt es dann auch nochmal eine Unterteilung in verschiedene Volksstämme. Ja, die Akimba. Und die Grahas. Also es kann schon sein, dass da auch wirklich indisch und aztekisch gemischt ist, so ein bisschen in diesen die Waldvölker. Ja, also hier ist so auf jeden Fall ein bisschen mehr dahinter als nur ein Land auf jeden Fall so historisch. Ne? So, also wir haben jetzt erstmal, wie gesagt, ach so ja, nochmal, das habe ich jetzt fast vergessen, nochmal. Hier gibt es Kasten, deswegen auch indisch. Und deswegen wird dahinter auch immer geschrieben, hinter der Abkürzung kastenlos oder zu welcher Kaste er halt gehört. Jetzt haben wir hier den Adelskrieger, der wird gesteigert wie ein Krieger, Kattriya. Ne? So, Kattriya ist wahrscheinlich dann der Adelsstand. Kriegshammer, Krummsäbel, Stoßspeer, na gut. So, dann haben wir hier. Die Dakini, das ist eine Dämonenhexe, wird als Hexer oder als Hexe gesteigert und gehört in die Schicht der Brahmane. Weiß nicht. Ist auf jeden Fall was Angesehenes, weil jetzt auch noch die Tempeltänzerin kommt, die auch Brahmane ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall nichts irgendwie Ausgestoßenes oder so, würde ich mal sagen. So. Ganz interessant. Die Dakini ist die ravintrische Bezeichnung für jene Hexer und besonders Hexen, die mit den dunklen Mächten bevorzugt, mit den Vetala Umgang pflegen. So wählen sie als Lehrmeister und Mentoren bevorzugt mächtige Vetala und andere Rakshasa-Dämonen. Also das sind die, die da vor Ort unterwegs sind, ne? Die wird es wahrscheinlich auch hier noch beschrieben geben. So, dann haben wir den Fakir. So, was kann der? Der kann auf jeden Fall ringen. Das steht als erstes da. Also ringen ist ja gut. Askese, Landeskunde, okay, musizieren, Schmerzen ertragen, ja, Selbstkontrolle. Okay. Kann man viel mitmachen. Der kann Hitzeschutz oder Kälteschutz sich aussuchen. Kann ein bisschen so zaubern, so Stärkung hauptsächlich. Stärke, Wasser atmen, segnen und verfluchen. Okay. Also. Ist auf jeden Fall ein magischer Charakter dann, ne? Haben wir ja schon gehört. So, der gehört auch zu diesem SA, Sadhu. Genau wie der Koplinka. Den haben wir auch schon besprochen. So, dann gibt es einen Haufen neue Priester, die hier nach Tieren aufgeschlüsselt sind. Also PB, Priester, Beschützer. Bindestrich Taube. Ne? Dann PS
war Priester Streit? Priester? Ich weiß es nicht mehr. Also Beschützer und dann gab es noch den quasi den Kampfpriester, will ich jetzt mal nennen. Das ist zwar nicht ganz korrekt, aber so in der Richtung. Also eher der auf der den bösen volles Pfund aufs Maul haut, so nach dem Motto, als Ratte. Ja. Also, man kann hier auch manche Priester in beide Richtungen spielen. Beschützer und. Muss ich schon mal nachgucken, ist einfach weg. So, also man kann jetzt hier diesen Hanumat-Priester als Beschützer, also als Priester beschützen und Priester S als und Affe spielen. Aha. Also Priester sind da sehr, sehr angesagt. So, jetzt haben wir hier den Ratubiri, das ist ein Ordensritter in der Kategorie oder in der Kaste Katria. Okay, super. Also die sind auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Adel, dann ist ja klar. Ein Ordensritter ist ja kein dahergelaufener. So, dann haben wir hier Bettelmönch. Ein Bettelmönch, der ist kastenlos. San Jacin. Also nicht, ich glaube, das wird niemand denken. Aber hier ist jetzt, wenn asiatisch, dann eher die indische Form von asiatisch. Ne? Asien. Und so weiter ist eher in Kantaipan dann vertreten. So, jetzt haben wir hier den Schlangenbeschwörer. Das ist schon geil, ne? Das ist ein Tiermeister? Nee, das ist ein Bade. Der hat aber Tierkunde. Redsamkeit, Selbstkontrolle, meditieren, musizieren. Und der kann Lied des Schlangentanzes. Also das wurde natürlich dann hierfür extra eingeführt. Lied der Tapferkeit und muss dann noch entscheiden zwischen Lied der Ruhe, Lied des Spottes oder Lied der Tanzlust. Ne? Also mit den Baden habe ich mich am wenigsten auseinandergesetzt. Ich mag zwar magische Charaktere, aber also bei mir ist immer so, immer ist auch mal ein starkes Wort, aber bei mir ist es oft so, zwei Drittel nicht magische Charakter und einen magischen. Also meistens kommen auf zwei Charaktere, die nicht zaubern können, kommt ein Zauberer. Ne? So, weiß auch nicht, warum das so ist. Das wird sich vielleicht auch irgendwann mal ändern, aber es war immer so. Ne? Wahrscheinlich lag es einfach daran, weil ich einfach in der ersten Zeit Midgard mich nicht überfordern wollte. Hab dann eher nicht magische Charaktere gespielt, obwohl einer meiner ersten Charaktere war aber sogar ein Thaumaturg. Stimmt. Aber dann habe ich eher nicht magische gespielt. Ja. Gut. Naja. Aber es hat nichts damit zu tun. Ich wollte mich halt nicht überfordern, aber spiele dann einen Thaumaturg. Ja gut, dann passt die ganze Argumentation nicht. Aber es kommt hin, so ungefähr zwei Drittel nicht magische Charaktere. Bisher. Ne? Obwohl sich das auch ändert. Ja. So, dann haben wir hier Sri Kumara, der Echsenprinz. Ist eine Abwandlung von diesem SR. Ist das nicht Sri Kumara? Ja, ich glaube, das ist nochmal hier. Wahrscheinlich nur halt in einer anderen Ausrichtung. Ne? So, dann gibt es den Taki, der Täuscher. Das ist ein Assassine in der Tarnkaste. Es gibt eine Tarnkaste. Was auch immer das bedeutet. Gut, da ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Meucheln, schleichen, tarnen, verstellen, schreiben oder verhören. Muss man sich aussuchen. Also Geheimschrift schreiben. Ja. Dann den Vratratra. Der ist ja auf jeden Fall schon genannt worden. Dann haben wir den. Ach, was juckt denn die ganze Zeit jemand? Der Bart hier unter der Nase juckt. Nicht die Nase, unter dem Bart. Das ist furchtbar. Und wieder ein Bart schneiden, ja, muss ich ein bisschen wild aus heute. So, Vinassin ist ein Weiser. Okay, die Weisen, ja. Ist jetzt nichts. Also die Weisen, die sind bei mir irgendwie so, das sind halt so Heilkundige. Die erinnern mich so ein bisschen an
Wenn ich an diesen Weisen denke, dann denke ich an Diablo 3, Deckard Cain. Ja? Erste Hilfe, Heilkunde, Menschenkenntnis, Schreiben. Also wenn ich hier das lese, ja, was der so kann, ne? In Verbindung mit diesen indischen, dann sehe ich so diesen typischen indischen Mönch da sitzen mit so einem weißen Bart, ne, dieser braune Hautfarbe, mit so einem weißen Bart, weißen Haar und so, ein, so eine dicke Zigarre dabei, ne? Oder so, ein, so eine Zigarette dabei oder ein Joint oder irgend sowas, ne? Wie der da so sitzt, so im Schneidersitz und weiß nicht, ob das irgendwie in die Richtung hinkommt, aber irgendwie so in die Richtung halt, ne? Und dann halt hier immer alles, und der hat ja Pflanzenkunde, Naturkunde, Tierkunde unter Umständen, ne? Und er kann dann da alles so, ja, zusammenrühren, ne? So stelle ich mir das vor. So, dann haben wir hier den Jensa-Missionar. Das ist auch eine SA-Klasse. Ich kann es mir nicht merken, Leute. Ja, Shadow heißt das, glaube ich. So, Verhaltensregeln für Missionare gibt es auch noch, ne? So, jetzt kommen wir zu den Waldvölkern. Das ist dann, wenn es hier klingelt, hier unten ist so ein Katzenhäuschen, wo ich meinen Fuß drauf habe. Da ist auch ein Klingel drin, so ein Glöckchen drin, da freuen die sich immer. Also jetzt gibt es bei den Waldvölkern die Pallavama, das habe ich leider nicht jetzt im Kopf, was das ist. Aber die arbeiten auch teilweise für die Ravindri, habe ich schon gesehen. Da gibt es den Jurusin. Das ist ein Priester Chaos. Ach, guck an. Ja, ja. Austreibung des Guten. Bannen von Licht. Heiliger Zorn. Verfluchen. Okay. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Was bei den einen halt total verboten ist, ist in den anderen Völkern halt total erlaubt, ja? Oder, ja, finde ich schon ganz spannend, ne? So, da gibt es hier einen Stammeskrieger. Das ist ein Barbar. Ja, so ein indischer Dschungelbarbar quasi. Die sehen natürlich anders aus wie die Barbaren aus dem Norden, ist natürlich klar. So. Dann gibt es hier Pallavama im ravindischen Dienst. Das sind Eierdiebe, Waldläufer. Oh, was heißt der Eierdieb? Also steht nicht. Ach doch. Im Gegensatz zu den Sritra haben es die Ravindri nie gelernt, Srimara in Gefangenschaft zu züchten. Daher ist sogar der Srikumara-Orden auf einen steten Nachschub frisch gelegter Srimara-Eier angewiesen. Und dafür gibt es dann diesen Eierdieb, der sich damit super auskennt, diese Eier zu besorgen, warum auch immer. Also hier muss ich nochmal ein bisschen was nachholen, aber im Moment bin ich eher so in Alba unterwegs. Es ist immer, ich bin immer bei Quellenbüchern, habe ich immer Angst, dass ich mich hart spoilere und auch irgendwelche Storys irgendwie dann mir selbst versaue, dadurch, dass ich zum Beispiel sehr, sehr viel Historisches und so lese. Ich meine, wenn ich so ein paar Standessachen lese, das ist schon okay und ja, wie das mit den Kasten funktioniert und so, das mache ich dann auch. Aber so ein paar Sachen möchte ich halt dann doch eher im Spiel entdecken. Ne? So, dann gibt es den Pfadfinder und den Lotussammler. Der Pfadfinder ist ein Barbar und der Lotussammler ist ein Waldläufer. Okay, ja gut, das ist halt, wie gesagt, sie wohnen im Wald. Viele Sammler, Jäger und so ein Kram. Ne? Und dann wahrscheinlich auch schön handeln mit den Ravindri, die dann eher schon so ein bisschen fortgeschrittener sind, so von der Entwicklung, so stelle ich mir das vor. Dann gibt es Sikulandi-Stammeskrieger und ein Schamane, das ist dann wieder ein anderer Volksstamm, die wohl, die Pallavama haben als einzigen Priester oder Heiligen, haben sie halt Priester Chaos und die Sikulandi haben halt einen Schamanen, ne? Das ist dann schon mal ein Unterschied. So, dann gibt es noch den Stamm oder die, ja, Unterkategorie Akimba heißen die.
Das ist jetzt kein Stamm. Das ist jetzt wieder ein eigenes großes Volk. Die haben Hexen, weil es gibt hier die Unterteilung. Kann man da sehen, ne? Da oben. Da. Die Waldvölker. Und da gibt es dann unter Waldvölkern gibt es dann verschiedene Stämme, die, wie ich jetzt eben vorgelesen habe, von dem Priester Chaos und so. Und jetzt ist wieder in groß geschrieben die Akimba, ne? Hexen. Oh, ich glaube, ich werde krank. Meine Nase geht zu. So, dann haben wir hier Hirtenkrieger. Aha, ja gut, das ist halt dann das Gros der männlichen Akimba hütet in der Savanne Serendibs, die Rinderherden ihrer Frauen. Löwen, Leoparden, Schlangen und nicht zuletzt die Ravindri machen dies zu einer gefährlichen Beschäftigung, so dass die Hirten ihre kämpferischen Fähigkeiten nicht vernachlässigen können. Okay. Alles klar. Savannen, Rinder, Cowboys quasi. Indische Cowboys, ne? So, und dann haben wir die Wolimbana. Das sind auch Krieger. Ja, gut, das sind alles halt immer nur Abwandlungen. Der auch verhören kann und mit verschiedenen Waffen ausgerüstet ist. So, und jetzt gibt es noch die letzte große Volksgruppe, die Krahas. Ja, also haben wir hier vier große Volksgruppen in einem Kontinent. Ist das wahrscheinlich ein Kontinent? Das ist ja eine große Halbinsel oder Insel. Dann haben wir hier den Raitya-Agenten als Assassine. Die Raitya sind mit Sritra und Ravindi-Waffen vertraut, wobei sie letztere in ihrer Menschenform einsetzen. In ihrer Menschenform? Was? Okay, also da muss ich echt nochmal reinlesen, das ist echt verrückt. Vor allem hier gibt es auch Echsenreiter. Sritra Sklavenaufseher, Sritra Stammeskrieger. Dann haben wir Xulu Priester, also auch Priester Chaos. Also das ist schon ganz schön abgedreht. Und die haben auch, das erinnert mich, wenn ich das nur lese, das hat jetzt nichts mit Wissen zu tun. Aber wenn ich das hier lese, in ihrer Menschenform, Echsenreiter, Sklavenaufseher, Stammeskrieger, Priester Chaos, erinnert mich total an Conan. An den ersten Conan-Teil, ne? Keine Ahnung. Und die haben auch einen Eierdieb. Kradraki-Eierdieb. Auch ein Spitzbube. Ah ja, der andere Eierdieb war Waldläufer. Der Eierdieb hier ist ein Spitzbube. Also diese Eier scheinen da ein Ding zu sein, ne? Naja, gut. So, das waren jetzt mal die Zusatzcharaktere. Jetzt gibt es hier noch eine große Abteilung mit ravintrischen Zaubern. Da kommt noch was Neues dazu. Wenn wir uns das angucken, dann aber in einer anderen Serie, ne? Hier ging es jetzt eher nur um die Charaktere. Also in Ravindra ist nochmal ein Haufen Zusatzzeug drin, der vielleicht auch interessant ist außerhalb von Ravindra. Bitte da um Beachtung, ne? Und das ist der große Unterschied zwischen diesem und diesem. Das Alba-Buch ist wichtig, weil das so ein bisschen so. Das ist so die Kern-Anfangsspielregion, will ich mal sagen. Was jedes Rollenspiel so hat und braucht, ne? Das ist dann eher Alba. Aber das hier, das ist dann ein richtiges Abenteuer, ne? Der Ravindra beim Erbe der Löwenzöne. Vor allem vorne auch der Triceratops drauf. Es gibt ja auch noch eigene Bestien und Wesen. Aber ich würde eher sagen, dass Alba ist eher klassisch und Ravindra ist eher, ja, es ist halt sehr exotisch. Ne? Also ist für jeden was dabei. Ich hoffe jetzt auch, dass neue Sachen rauskommen bald zu Midgard. Es ist noch ein bisschen mehr an Zusatzmaterial da, aber das meiste ist halt leider im Moment noch aus Midgard 3. Oder Midgard 4. Ne? Also gerade was ich habe hier hinter mir, ich habe dann noch unter dem Schirm des Jade-Kaisers, das ist Midgard 4, das ist Kantaipan, quasi die asiatische Ecke, ist natürlich nicht auf Midgard 5 angepasst, ist aber nicht so schlimm, kann man relativ gut rumrechnen. Geht ja hauptsächlich um den Hintergrund. Ja? Dann habe ich hier noch im Land des Mond-Jaguars, ah, das habe ich verwechselt, das verwechsel ich.
Das ist, glaube ich, dritte Edition. Oh nein! Mein Darth Vader Starfighter ist runtergefallen. Jetzt ist er kaputt. Nein, ich muss ihn wieder zusammenstecken. Das habe ich verwechselt. Das ist Nahuatlan. Das ist aztekisch. Leute. Also für alle, die jetzt schon Kommentare geschrieben haben, könnt ihr gerne wieder löschen. Das habe ich durcheinander gebracht. Also das ist im Land des Mondjaguars Nahuatlan. Und Ravindra ist eher Indien. Und Kantaipan ist eher... Also, oh, nee, das ist falsch. Muss ich später reinräumen. Will es jetzt nicht zerstören. Ja, das sind erstmal diese Sachen. Dann habe ich heißes Land Buluga noch. Das ist eher afrikanisch. Und es gibt zu dem Spielleiterschirm noch dieses Quellenbüchelchen hier. Im Ordensland von Monteverdine. Ich habe schon mal reingeguckt, findet ihr unten in der Playliste. Da habe ich das euch schon mal ein wenig gezeigt. Das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleines Gebiet, ja? aber sehr detailliert beschrieben und ist ein Begleitheft zum Spielleiterschirm. Also das kriegt ihr für den Spielleiterschirm mit dazu. Ja, alles klar, Leute. Ich hoffe, so ein bisschen hat euch das gefallen. Anhand der Resonanz werde ich dann sehen, ob ich das bei zukünftigen Publikationen auch dann nochmal weiterführen soll, so die Klassen von Midgard. Und ja, da ich im Moment viel mit Midgard auch privat so zu tun habe, ist das natürlich eine super Symbiose. Ne? Ich beschäftige mich privat, also so als Hobby damit und im Kanal auch noch hobbymäßig. Ja? Und das ist dann eine schöne Sache. Und ja, Grüße gehen raus an alle, die jetzt Interesse an Midgard vielleicht sogar gewonnen haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal gucken, was es dann gibt. Ne? Macht's gut, Leute. Ciao.